Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Payback. Es geht weiter in der Karriere und wir haben uns, so wie es aussieht, einen Porsche fertig gemacht. Das habe ich schon, fast vergessen. Warum habe ich das fast vergessen? Weil ich das Spiel mal wieder seit einer Woche mal wieder anrühre. Weil ich halt in der Woche nicht immer so sehr dazu komme, das Game zu zocken. Und die Eule Hüterin muss uns mal wieder auf den Keks gehen. Wie beim Speedcross üblich wird es irre Drifts, Big Air und jede Menge Chaos und Zerstörung geben. Es heißt Mr. Barracuda persönlich, Jason Monroe, der amtierende Speedcross-Champion, habe vor Braxton schon einen Fototermin gehabt. Tja, aber leider können nur Fahrer mit Sponsor am Speedcross teilnehmen. Wäre es nicht echt cool, wenn einer von uns sich mit Barracuda messen würde? Kommt schon, einer von euch kriegt das doch sicher hin. Na gut, so, ja, wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Was hier auch diese Sache immer ist mit, was der Dings für Rev abholen muss, das ist eigentlich nichts zum Abholen. Es geht sich einfach nur darum, dass es wohl mal ein DLC rauskam mit den Speedcross-Events. Und das muss man wohl irgendwie fahren, damit er da wohl einem nicht mehr auf den Keks geht. Soweit ich das in den Internetforen richtig gelesen habe. Fällt gerade ein, kann ich mich da nicht eigentlich importen? Ne, nicht wirklich. Wir fahren einfach mal. Ich weiß aber echt nicht mehr, was wir letztes Video gemacht haben. Da bin ich echt, also nach einer Woche nicht spielen, ey, ist das schon echt wieder was her. Porsche ist sehr schön. Muss natürlich nur gucken, wie das später mit den Luftfahrwerken und so weiter funktioniert, weil das wäre natürlich auch cool, wenn man das hier und da mal machen könnte, aber ich glaube, das muss ich alles noch nach und nach freischalten. Alter. Das ist bei Payback halt mit der Fahrphysik immer das gleiche. Es ist zwar schön und denkst im ersten Moment, oh ja, ist ja cool, dass du halt um die Kurven fahren kannst, merkst dann, dass du nicht um die Kurve kommst, machst dann Break to Drift und dann kommst du halt schneller um die Kurve, was halt nicht sein darf. Ich weiß aber nicht, ob ich die Drift-Events eigentlich hier weitermachen müsste, aber wir schauen mal. Ja, stimmt, das war ja, glaube ich, hier mit den Dings, ne? Ah, ja, stimmt. Schließt das Event innerhalb von 3 Minuten 40 Sekunden. Ja, komm, probieren wir mal. Ich bin gerade mitten in einem Rennen. Ich ruf zurück. Ich hab dich auch lieb, Mann. Okay. So, dann schauen wir mal, wie der Tier so lookt. Ich muss möglichst immer Erster bleiben. Muss erstmal wieder reinkommen, ey. Meine ich nämlich. Man versucht dann irgendwie verzweifelt zu bremsen, damit der Wagen dann den Drift einleitet. Ich
Was ich auch ziemlich cool fand, hier einer der, ich sag mal, Chefs oder so, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, also halt der unter anderem verantwortlich ist für das Entwicklerstudio, für jetzt momentan Need for Speed Heat. Der hat nochmal auf Twitter gepostet und hat dann nochmal, ja, sozusagen gratuliert für das 25-jährige Jubiläum von Need for Speed. Das ist nämlich gerade von meinem Aufnahmedatum gerade heute. Das heißt, theoretisch müsste der erste Need for Speed Teil am 31. August rausgekommen sein. Ja, und hat da nochmal so Bezug, beziehungsweise hat da nochmal ein paar Bilder von den alten Need for Speed Teilen genommen. Unter anderem auch Underground 1 war dabei, Most Wanted und Hot Pursuit 2010. Fand ich dann doch echt eigentlich eine ganz coole Geste. Ja, und dann natürlich nochmal ein Bild von so ein Wallpaper von Need for Speed Heat. Das finde ich sehr schön, dass die Entwickler da auch nochmal Bezug auf die Vergangenheit nehmen und auch die Spiele immer noch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wobei ich natürlich sagen muss, es ist schon schade, dass die dennoch die letzten Need for Speed Teile so ein bisschen versemmelt haben. Obwohl sie halt diese Need for Speed Teile halt auch, ich sag mal so, ja, im Hinterkopf haben. So wie es aussieht. Ich meine, natürlich soll Need for Speed ja auch mal irgendwie was Neues bringen. Das soll ja nicht so eins zu eins wie die alten Teile werden, aber ich muss einfach nur vorne bleiben. Sag mal, die Break-to-Drift-Fahrphysik, naja, das. Also im Payback hätte man echt die Chance gehabt, das irgendwie mal auszubauen, weil das Auto fährt ja teilweise wirklich um die Kurven, aber. Wobei gut, theoretisch kann man sich das glaube ich so tunen, dass das ungefähr so fährt, aber ich glaube, man ist dann leider einfach langsamer, das ist das Problem. Ja, mal gucken, wie die Fahrphysik von Need for Speed Heat wird. Und ich will ja nichts sagen, aber ich habe die Wette verloren, weil ich zu schnell war. Ja gut, dann nehmen wir solche Wetten nicht mehr an. Ach so, okay, ich habe trotzdem gewonnen. Oder musste ich innerhalb dieser... Ich dachte, ich muss so lange erst da bleiben. Da habe ich mich gerade vertan. Ja, das sieht gut aus. Jo, bauen wir einen. Sehr gut. Ah, drei Rennen noch. Ja, komm, das schaffen wir in diesem Part auf jeden Fall. Lil Tai hat's noch drauf. Mann, ich hab den Jungs doch gesagt, dass du nicht verlernt hast. Den Jungs? Der ging aus The Barrier. Die Sixth Street ist zurück, Mann. Wenn du dich uns anschließt, ist es genau wie früher. Alle fahren jetzt wieder zusammen? Ja, verdammt. Und die Anita macht immer noch ihre krassen Empanadas. Nur, dass wir jetzt ein bisschen später nach Hause kommen als damals. Mann, mit euch zu fahren weckt alte Erinnerungen. Fühlt sich gut an. Das nächste Rennen ist am Airfield. Sehen wir uns da? Ich hoffe doch. Ja, komm, probieren wir mal. Also ich habe so auch das Gefühl, den Porsche habe ich ein bisschen sehr stark getuned gehabt, was die Performance angeht. Bereit für ein Rennen? Jederzeit. Sieht aber auch geil aus, die Kiste, ey. Na dann mal los. Wollte den Song absichtlich wechseln, weil der gefällt mir nicht. Ja, da kommt irgendwie nichts. Ja, der Song ist cool. Wow. Easy. Merkt so richtig, dass das Auto einfach durch diesen ganzen Sand und den Schmutz einfach nur einfach dreckig war, weil jetzt glänzt das Auto wieder. Denkst du nach einer Weile so, habe ich irgendwie das Auto matt lackiert? Das muss doch glänzender Lack sein. Dann reparierst du das Auto, beziehungsweise wäschst es eigentlich eher und dann easy game.
Okay, das war jetzt fies. Da war der LKW. Da war der LKW einfach mitten im Dunkeln. Da gab es eigentlich keine Reaktionsmöglichkeit mehr. Okay. Dann töte ich den Porsche halt. Tyler leider mit auch. Tyler leider, alles klar. Jo, ich müsste nachher mal wieder nach den Statistiken gucken. Ich kann da glaube ich nicht runter, ne? Die Abkürzung, die wäre schon cool gewesen. Habe ich den Faden verloren. Verdammt! Nee, ich wollte nachher mal gucken, wie weit ich in der Statistik bin. Weil ich hab's ja so leicht angedeutet in den letzten Videos, dass ich ja schon gerne mal so das Finale sehen möchte. Mir fällt auch gerade ein, theoretisch müsste ich endlich mal wieder auf eventuelle Kommentare eingehen, aber. Ich habe die leider tatsächlich jetzt echt nicht gelesen. Ich war jetzt einfach nur darauf und dran zu sagen, okay, jetzt musst du mal langsam wieder aufnehmen. Ich denke mal, im übernächsten Video mache ich das vielleicht mal, weil ich wollte die nächsten zwei hintereinander aufnehmen. Dann wollte ich erstmal Formel 1 gucken. Zumindest das Qualifying. Sobald das Video online ist, weiß man sogar schon mittlerweile, wer das den großen Preis von Belgien gewonnen hat. Also 2019. Was ist passiert? Wieso? Ich habe das Gefühl, von dort aus geht's ein bisschen schneller. Wo hängst du schon wieder in diesem zwielichtigen Mist drin? Du hast keine Ahnung, wie kurz das Haus davor stand, uns alles zu nehmen. Ich war im Knast, Mann, im Knast. Sogar die Kopf gehören ihm. Das macht uns keine Angst. Ich kenne dich, Mann. Du brauchst nur einen Vorwand, um auszusteigen. Ich gebe dir einen. Früher vielleicht, aber nicht diesmal. Das sagst du ständig. Und trotzdem scheinst du ziemlich gerne mit uns zu fahren, dachte ich mir. Das nächste Rennen ist am Dan. Wir sehen uns da. Wie ich die ganze Zeit Plakatwände orte. So, bevor wir das starten, weil ich weiß, ich werde das nachher vergessen. Journal. 60% der Mission habe ich mittlerweile. Ich bin bei freier Himmel, abgeschlossene Mission. Natürlich noch gut zu wissen, wie viele Kapitel es gibt, aber gut. Ja, 60%. Ja, wird wohl noch ein bisschen dauern, das Game. Komm, machen wir. Geld? Ich habe deine Crew besiegt. Das heißt, ich fahre gegen dich. Mano a mano. Was willst du? Ein Rennen oder quatschen? Beides. Also quatschen okay, eigentlich weniger. Weil die machen tatsächlich beides, die quatschen ja während des Rennens. Nicht allzu gut. Porsche ist schon geil, ey. Ich glaube, als ich die Silver Six besiegt habe, das habe ich ja schon mal irgendwie versucht zu erraten. Aber ich meine, das war so der Bereich, wo ich dann so nach und nach keinen Bock mehr hatte, das Game weiter zu zocken. Da fing es dann anders, weil ich merke auch jetzt wieder, dass sich das so ein bisschen zieht, so gefühlt, weil ich muss diese ganzen Missionen nacheinander abklappern, was so ein bisschen nervig ist. Und ich finde auch diese Rennen ein bisschen lang, ey. Mach gefälligst Platz. Und mir fällt auch ein, ich wollte ja noch den E46 als Runner machen.
Denk mal, das werde ich dann auch noch angehen. Ich fürchte, ich habe dann, glaube ich, noch keine Whitebody-Kits freigeschaltet. Das wäre natürlich ein bisschen belastend, weil ich bräuchte das GTR-Kit. Wow, ich konnte mal sogar um eine Kurve fahren. Ist. Ah, nicht ganz. Kommst du denn her? Ich finde, hier könnte jetzt so eine Ziellinie sein, dass wir jetzt noch 3 Kilometer fahren. Ich finde die Rennen immer ein bisschen zu lange. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel, das droht sich dann ab der Stelle so ein bisschen zu ziehen. Aber gut, ich glaube, das Problem haben viele Spiele. Ich muss da selber zugeben, also wenn du dann so zum Beispiel Most Wanted 2005 spielst und dann noch diese ganzen Rennen fahren musst und so, dann fährst du das Mautstellenrennen, was ja auch nicht gerade, die ganzen Mautstellenrennen, die auch nicht gerade so kurz sind. Zieht sich sowas auch gerne mal, also das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen. Aber das Problem bei Payback ist nicht Most Wanted. Payback ist leider nicht so gut geworden. Also bei NFS Heat bin ich schon ziemlich zuversichtlich. Ich habe jetzt auch so ungefähr für mich mal eingeschätzt, wo das Game so ungefähr liegen könnte, so grobe Schätzung. Und ich sag mal so, so Spiele wie Most Wanted, Underground 2, Underground sind noch besser. Aber ich denke mal, das Game könnte so auf einer Höhe von einem Carbon, von einem Pro Street sein. Denk mal, das Spiel wird so ungefähr so gut wie Carbon. Jetzt habe ich es leider ein bisschen gespoilert. Weil ich habe ja noch meine Rangliste, meine Need for Speed Rangliste und ja, da möchte ich früher später auf jeden Fall mal ein Video machen. Eigentlich erst später, weil ich halt das nach dem Release von NFS Heat machen. Ich weiß, was du vorhast, Mann, aber das Haus hat alles im Griff. Der Outlaws Rush ist nur noch Show. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silver Rock gehört nicht dem Haus, es gehört uns. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesurteil, Hermanito. Okay, das Rennen geht klar, aber wir nehmen die Aussichtsroute, damit du schöne Erinnerungen hast, wenn du im Knast verrottest. Okay. Erstmal Auto reparieren. So. Dann fahren wir auf jeden Fall das Rennen noch. Dann würde ich sagen, die nächsten Sachen klappern wir dann im nächsten Video ab. Ne, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Gewinnchance ist zwar sehr hoch, aber... Nope. Mann, was wir alles abgezogen haben. Gott, waren wir drauf. Klingt so, als hätten die Drogen genommen, aber okay. Mir fällt gerade mal wieder was auf. Ich habe mein Kennzeichen vergessen. Verdammt. Lol, was? 18 Kilometer? Okay, alles klar. Das ist definitiv das letzte Rennen. Also ich dachte vielleicht noch, dass ich irgendwie danach noch einen BMW oder so tunen könnte, weil ich habe echt Bock auf einen E46. Aber, Alter, was soll das? Komm schon, Gaio, was
Wobei man sagen muss, wir fahren viel Autobahn. Beziehungsweise Highway. Ja gut, also wenn wir hier viel von dieser, von dem Highway mitnehmen, dann ja, sind wir natürlich schneller unterwegs, weil eben sind wir die ganze Zeit immer wieder nur Kurven gefahren. War dann doch mal ein bisschen nervig. Ich meine so grundsätzlich so das geradeausfahren und diese leichten Kurven, also schnellen Kurven, wo man jetzt nicht durchdriften muss, dann macht das eigentlich sogar Bock, das Game das zu spielen. Die Grafik ist da ziemlich gut. Die Grafik ist soweit gut und es wirkt auch optisch ganz geil. Vor allen Dingen so, wenn das Auto so schön tiefer gelegt da steht. Ja, du nimmst die Kurven also immer noch zu hart. Weißt du noch, wie du damals den Camaro deines Dads in the Barrio geschrottet hast? Haha, und du hast dich uns dafür auch nicht genommen. Ich war der Einzige, der mit sowas durchkommen konnte. Also spätestens, wenn du hier so driften musst, dann... Ich bin echt auf NFS-Seed gespannt. Ich hoffe, die Fahrphysik wird wirklich gut. Aber ich habe schon erwähnt, das beste Need for Speed wird es, denke ich mal, immer noch nicht, aber es reicht ja schon mal wieder, wenn es wirklich ein gutes Need for Speed ist, wo man wirklich schon mal sagt, okay, das kann ich mir mal häufiger geben und nicht so wie bei Payback, jetzt in meinem Fall, dass ich es nicht mal einmal durchgespielt habe, weil mich das halt so angeödet hat. So ein bisschen das Gefühl, dass wir einmal eine komplette Runde auf dem Highway abschließen. Es sieht irgendwie nicht gut für dich aus. Alter. Ich weiß es nicht. Die Abkürzung hätte ich nicht nehmen können. Weil dann hätte ich nämlich die Kontrollpunkte verpasst. Ich glaube, eine komplette Runde ist das nicht, oder? Nee. Wäre auch ein bisschen hart gewesen. Aber das war schon echt ein langes Event, ey. Du wirst mich nie schlagen, Gaio. Mal besseres Steuergerät. So. Ich habe gehört, wir schalten erstmal wieder Autos frei und vielleicht ein Wrack. Boah, da hätte ich wieder richtig. Da habe ich echt meinen Spaß dran an diesen neuen Wracks, ey. Das ist somit das Beste an dem Spiel, leider. M5 müssen wir uns auch eigentlich holen. Eigentlich müsste man sich den M5 als Runner machen. Also den E46 würde ich mir auch holen. Schon zu, du denkst, ich kann es schaffen, richtig? Wenn du die Sache durchziehen willst, dann brauchen wir dich in Höchstform.
Du forderst mich immer wieder. Manche Leute bauen auf dich, Tyler. Sie glauben, du wirst uns diese Stadt zurückholen. Bist du manche Leute? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis dann, Lil Ty. Okay. So, dann möchte ich jetzt nochmal ganz flott in den La Shop gehen. Tyler. Morgan. Ich muss mich entschuldigen. Ach ja? Ich habe ein paar Dinge für das Haus erledigt. Es war ein Fehler. Ich... Na, Katrina, du solltest es besser wissen. Ich weiß. Aber ich mach's wieder gut. Ich schwör's dir. Wenn es soweit ist, stehe ich hinter dir, Morgan. Versprochen. Nice. So. Ach, dafür muss der Motor an sein, oder was? Stehe ich zu nah dran. So, jetzt stellt sich die Frage. E30. So, da ist der E46. Den würde ich mir tatsächlich gern holen. Das ist das Problem, ich bin gerade beim Racer-Händler, da habe ich jetzt gerade nicht nachgedacht. Gut, dann müssen wir uns das nächste Folge mal angucken und das ist auf jeden Fall der M5. Ja, muss ich echt mal gucken. Also ich würde mir die Autos beide sowieso kaufen. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, das kann ich endlich offscreen machen und den dann flott tunen. Aber einen Wrackhinweis gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ich glaube, mehr... Gibt es noch mehr? Achso. Ja gut, ich habe gehört, das waren alle Wracks. Ja gut, wenn es da keine mehr gibt, dann ist das natürlich dezent schade. Aber das ist eigentlich auch, also wie gesagt, das war für mich eine der Stärken tatsächlich von Need for Speed Payback und dann hat man das nicht mehr richtig ausgenutzt. Aber gut, ja, ich habe da noch so eine Route hingelegt, deswegen machen wir die mal einfach weg. Ja Leute, ich würde sonst sagen, den nächsten Kram, Gedöns und so weiter machen wir dann nächste Folge. Ich muss mal schauen, was wir für uns ein nächstes Auto holen und wir lassen mal noch schnell die Hüterin reden. Nicht oft in der Stadt gesehen. Was daran liegt, dass er die Strecken im Norden beherrscht hat. Wo genau? Silver Canyon. Unser Freund Ty hat dort Gaio und die Silver Six besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher gekommen. Außerdem heißt es, Tyler und Gaio würden sich aus The Barrio kennen und ihr kleines Wiedersehen hätte bei Gaio einen Sinneswandel bewirkt. Wer weiß? Vielleicht hat Tyler jetzt einen neuen Verbündeten gegen das Haus. Die Straßen sagen, gut gemacht, Lil Ty. Oh Mann, nein. Warum? Lil Ty? Lil Ty? Wow, Ty. Daran werde ich dich ewig erinnern. So ein Mist. Alles klar, ich glaube, das gefällt dem Tyler wohl nicht so, dass man ihn jetzt so nennt, aber gut. So, Leute, ja, das war's erstmal mit diesem Teil. Nächstes Mal geht's weiter und ja, ich hätte da mal Lust wieder auf ein bisschen Polizei-Action. Und ja, Freunde, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder hier, ja, auf dem YouTube-Kanal ein. Und ja, dann geht's natürlich weiter hier mit Need for Speed Payback. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.